Schauen wir mal, was jetzt passiert, ne? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Viel Spaß damit, Jungs. Jetzt bin ich wieder dran mit Grapschen. Ich bin sprachlos, wenn ich das lese. Das ist zwar nicht dein Eigentum, aber dein Besitz. Ja. Und deswegen gehört das offiziell Claudio. Deswegen Paragraf. Deswegen sollte eigentlich nur ich den Punkt kriegen. Oh! Das ist ja Claudios Bruder hier unter der Maske. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zu erkennen den Hund. Und sie haben den Hund. Es geht wieder los. Ja. Die zwei Witzköpfe sind wieder am Start. Also herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spülmeer-Kanal, liebe Leute. Ganz genau! Genau. Und heute, was machen wir heute? Erkennen Claudios Bruder von diesen Masken. Und ich muss sagen, oh, das ist der Drillinge. Wem gehört's aus der Crew heute die Blind-Edition? Ja. Oh. Okay. Das heißt, es gibt gleich Gegenstände, wir müssen die erfüllen, müssen erstens raten, was es denn sein könnte und vor allem, wem das gehört aus der Crew. Ja? Okay. Ganz genau. Ihr sitzt da schon so schön, setzt euch mal auf eure Hundemasken und ich hole meinen ersten Gegenstand. Ist das immer dann gegeneinander derselbe Gegenstand? Aber okay. René, hast du die Maske aufgesetzt? Dann müssen wir ich weiß, du musst ja keine Maske aufsetzen, weil du siehst ja sowieso schon aus, das auf der Maske, aber so witzig, deine Augen müssen ja verdeckt sein, deswegen nimm die bitte trotzdem auf, okay? Okay. Wir müssen es jetzt hier aber nicht anfassen, so. Das muss jetzt knuddeln. Nicht sein. Nein, kein Knuddeln, kein Schmusen, das muss jetzt hier nicht sein. So, ich habe mein Gegenstand Nummer 1. Okay. Oh, die sind echt. Oh, Gegenstand Nummer 1, ich zeig mal in die Kamera. Das ist Rillis Hand. Okay, ja. Ja, müsste vor allem eine Person Ja nachher Person eigentlich fühlen, oder? Ganz gut wissen. Du musst ja die eine Person warten, ne? Okay. Ihr könnt auch gerne zusammen fühlen. Ja, okay. Nee, mach. Ich tu mal in der Mitte von euch. Wo ist das? Oh. Kannst du mir einfach hier in die Hand geben. Hier, könnt ihr euch teilen. Oh Gott, weißt du, was das ist? Ich weiß auch, was das ist. Sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Wie easy ist das bitte? Das bin ich, ne? Ja, wobei ich muss ganz kurz überlegen, es geht ja darum, wer das offiziell besitzt, oder? Ja, also erstmal, was es ist, genau, und was meint ihr, von wem oder aus welchem Studio vielleicht? Aber eine Frage, wir müssen das ja eigentlich gleichzeitig sagen, weil sonst, wenn ich das jetzt sage, dann kann ja Claudio dasselbe sagen, ne? Stimmt. Komm, aber wir wissen beide, was es ist, von wem es gehört. Komm, ich sage, was ist, du sagst, wem es gehört. Nee, ich sage, was es ist. Okay. Ich sage, das ist das silberne Glumanda. Genau, es ist das silberne Glumanda und es gehört offiziell eigentlich Eva, aber es hat mal mir gehört. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Genau. Dürfen wir Masken abnehmen? Ja. Billiger, ja, okay. Ja, ich muss dazu sagen, eine Proberunde, ich habe Eva gefragt und sie meinte so, ja, nimm das ist sehr schwierig. Und ich war so, okay. Ja. Der wurde einfach herzlos in die Ecke geschmissen. Ja, geht ja nicht bei mir, ne? Ja, es war ja nur ein Warm-up, meine Güte. Ellie, komm, jetzt sagen, war ja nur ein Warm-up. Setz dich hin, Ellie, jetzt macht Claudio weiter. Und Onkel Claudio zeigt mal, wie es richtig geht. Komm, wir beginnen auch direkt mit was Schwierigem. Das will ich sehen. Und Zino legt los. Wir machen jetzt einfach, ganz ehrlich, wer zuerst das sagt, der kriegt den Punkt. Ja, aber dann boxen wir uns ja darum, wer das erst kriegt. Das ist ja dann schon manipuliert, weil er ja das irgendwo hinlegen muss. Ja, okay. Weil theoretisch ist jetzt der Erste, das erfüllt hier, René. Dann hast du jetzt das Erste. Ja, viel Spaß jetzt. Nee, wir machen das nicht so mit dem Ersten. Also die einzige Alternative wäre, dass der Gegenstand wird wieder weggenommen und dann nehmen wir diese Boards, wo wir das draufschreiben können. Nein. Zu umständlich, ne? Also können wir machen, wenn ihr das wollt. Was ist das? Eigentlich wäre das... Was ist das? Du weißt es ja anscheinend, ich gebe her. Vielleicht weiß ich es ja. Du weißt es auch nicht, Ali. Das ist schwierig. Das ist... Oh. Ich bringe euch aber mal die Boards, wenn ihr wollt. Hier ist alles. Das ist also so ein elektrisches Spielzeug. Ja, ich weiß... Das ist hier dieser... Wie heißt der? Ist das nicht der von Star Wars? Oh! Wie heißt der denn? Yoda! Dieser kleine Baby Yoda. Ja, yeah, genau, ein elektrischer Baby Yoda, das wollte ich auch gerade sagen. Der genau. von wem ist denn der? Von Eva auch? Ich sage dir. Ich hab die Bretter hier, wenn ihr aufschreiben wollt. Ja, okay, dann nimm den wieder mit. Ja, ab den? Gegenstand ist weg. Hier ist es unterm Tisch, aber nicht gucken bitte. Okay. Dann müssen wir jetzt Besitzer oder Besitzerin und den Gegenstand aufschreiben. Ganz genau. Ja, und Gegenstand, also was davon jetzt richtig ist, das musst du dann halt sagen. Das ist einfach so ein bisschen Interpretationssache. Genau. Und wem er gehört, ne? Genau. Also aber Baby Yoda lässt nicht gelten, ne? Warum nicht? Der heißt Goku oder sowas. Ne? Ja, ja. Das lassen wir hier mal. Eigentlich geht es eigentlich vor allem darum, wem der gehört. Das ist ja eigentlich die Challenge. Ich sag dir, ich habe eigentlich zwei, drei Leute im Kopf. Ich habe den noch nicht irgendwo gesehen, tatsächlich. Jetzt die Frage, in welchem Studio könnte es am ehesten passieren, dass da so viel ist, dass man das einfach übersieht, weil da so viel ist. Aber die, als Besitzer ziehen ja nur Leute, die aktuell zur Crew gehören, richtig? Richtig. Oder machen wir, wo das im Studio stand, oder? Nicht, wem das letzten Endes gehört. Nee, sollen wir Studio angeben oder Besitzer? Besitzer. Wem der als Eigentum gehört. Ja.
Ja, ich habe jetzt was. Ich habe auch was. Ja? Okay, 3, 2, 1, Eva. Und dieser Beine falsch. Es gibt hier von uns nämlich, ist es Star Wars, ja, ne? Ja. Es gibt zwei große Star Wars-Fans. Wer ist denn noch der große Star Wars-Fan? Felix. Und jetzt ist aber keine Star Wars-Figur, sondern das ist irgendeine Vogel. Aber es gehört Felix. Die Eule. Ja, die ist das, soll das nicht die von Harry Potter sein? Nein, es ist, es gehört auch Felix. Keine Ahnung, was das ist. So. Einfach Eule wäre richtig gewesen. Ja, moin. Okay, ja. Gut, da hast du uns echt gut mit in die Irre geführt. Ja, ne? Sag mal, setz dich mal richtig auf. Willst du hier cheaten, oder? Ich sehe nichts. Du kannst einen Test machen, René. Du weißt, wie wir das immer testen, wenn wir so. Ja. Aber ich sehe halt nicht, dass ich gleich aus. Boah, wie gerne würde ich jetzt nochmal so 10 cm weiter schwingen? Nein, Spaß. Ja, ich pack's einfach in der Mitte. Bitteschön. Okay, mach du erstmal. Oder weißt du schon? Jetzt die Frage. Endlich mal was, was man sich schön teilen kann, ne? Hast du? Ja. Ich weiß, ja, okay, ich hab. Jetzt die Frage. Jetzt. Das ist ja nicht jetzt übertreib mal nicht. Jetzt. Also ich weiß, das ist ein Oberteil. Jetzt willst du da noch reinbeißen? Oder genau, gib mir das mal wieder. So, können wir mal riechen? Genau. Ist die weg? Ja, ist weg. Können wir gucken? Okay, jetzt die Frage, also das war ein Oberteil, oder? Was sagst du? Ja. Jetzt ist die Frage, ob es das Outfit von Torben Zahner ist oder René hat nämlich seine private... René hat nämlich seine... Nee, ich guck nur gerade was. René hat nämlich seine private Sportjacke dabei. Ja, okay, ja. Bei Bühnen. Deswegen weiß ich gar nicht. Ja, es ist die Jacke von Zorm und es ist von Zorm oder Schrägstrich René. Nee, du musst schon richtig. Ja, sorry, aber. Ja, nein, das ist die von Torben Tanner. Ja. Weil man hat ja direkt gemerkt, Jacke und die ist halt so sehr dünn vom Stoff. Weil René hatte ja bei diesem Erkennungsstück-Video, bla bla, hatte ja diese freshe Jacke mit. Genau. Aber genau. Die war nicht so dünn, weil das ist. Doch, die auch so dünn. Nee. Doch. René hatte so einen Windbreaker, also, aber das war die von Torben, die ist so richtig dünn. Das ist ja so eine. Ich kann da schon mal sagen, Elli hat recht, insofern, dass die Jacke dicker ist als die von Torben Tanner. Ja, okay. Aber was ist die Jacke? Das werden wir jetzt sehen. Mach die Augen zu. Ja, okay. Nee, wir müssen einfach zumachen. Ja, okay. Ja. Ich hab sie einfach aufgelassen. Danke für den Überraschungseffekt, versauen. Oh, okay. Das ist die Jacke von Torben Tanner. Die ist richtig dünn, ganz dünner. Deswegen, Elli kriegt einen Punkt. Hier. Torben, ich weiß jetzt nicht, welcher Torben gemeint ist. Ja, ne? Also, wir kennen Torben Tanner, aber Spaß. Kriegt natürlich auch einen Punkt bei der Punkt. Danke, danke. Ja, war ein bisschen zu easy, gebe ich zu. Das ist ein Whiteboard. Nicht lustig? Komm, René, rap mal. Ich bin cool und du bist so. Blöd. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert, ne? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Viel Spaß damit, Jungs. Bitte schön. Mach du das jetzt, komm, René, komm. Das ist wahrscheinlich so eine Buzz Lightyear-Figur, die Donnie wahrscheinlich so in achtfacher Ausführung in seinem Studio hat. Wenn das so wäre, dann würde ich die sofort mit nach Hause nehmen. Buzz Lightyear-Figur. Was ist das, Mann? Warte ganz kurz, was ist das? Was ist das? Kann ich das kaputt machen, wenn ich da so reingreife? Nein. Gut. Also ja, das könntest du kaputt machen, aber... Was ist das für ein fetter... Das wäre blöd. Also, der Körper fühlt sich so ein bisschen so an wie... Also der Körper ist... Ja, nimm mal hier. Der Körper fühlt sich so an wie so eine fette Kugel. Und deswegen kann ich mir vorstellen... Können wir irgendwie... Wir machen das ja so, man kriegt zwei Punkte. Einen für Besitzer, einen für Gegenstand, oder? Ja, genau. Besitzer, okay. Gegenstand, zwei Punkte, ja. Da habe ich ja null Punkte. Ja, okay. Jetzt bin ich wieder dran mit Grapschen. Komm her. Ich weiß, was das ist. Was? Ja, aber ich weiß, wem das gehört. Was ist das? Also das ist so ein länglicher Hals. Ja. Dann ist an einer Seite so ein Ding, was sich bewegt, wie so eine Zunge. Genau. Aber was ist das? Welches Spielzeug hat denn so eine fette Kugel als Körper? Hör mal zu. Genau. Münzen. Was ist das, ein Tresor? Nein, es ist ein Münzen. Ja, kannst du wieder mitnehmen, Elli. Ja. Okay, das ist die Rache für das... Okay, ich stelle es unterm Tisch, ihr seht es ja nicht, ne? Ja. Okay, dann macht... Augenbinde ab und dann schreibt man drauf. Du musst doch jetzt nicht so übertreiben mit Rache. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber. Ja, dann schreibt man. Versuch das doch zu umschreiben. Boah.
Ding ist, ich weiß halt, dass... Ach, das ist richtig. Vor allem er hier sich wirklich sehr, sehr, sehr auskennt. Also ja. Eigentlich beide, aber ich weiß, dass Claudio wirklich hier... Ich kenne einen. Leider echt ein Experte ist. Aber für was denn? Ja, ich weiß halt, wo die meisten Sachen rumliegen und so. Ich beobachte mal alles. Ja, das ist... Ich nehme meine Umgebung wahr. Ich bin sprachlos, wenn ich das lese, was Claudio hier geschrieben hat. Ehrlich? Es können halt zwei Sachen sein. Ich sehe es aber gleich. Ich gehe weg von Buzz Light hier und sage, das ist ein C-3PO aus Star Wars und gehört dort. Was ist denn ein C-3PO? Irgend so ein Roboter, keine Gibt's Ahnung. Den? Nein, keine Gibt's Ahnung. Den gibt's gar nicht, oder? Doch, den gibt's. Nein, nein, weißt du, was es ist? Den gibt's nicht. Es ist die Bubblegum-Maschine, die unten im Gemeinschaftsraum steht, bei Eva. Der ist nicht normal. Es ist die Bubblegum! Und jetzt sage ich euch mal, wir haben... Das ist nicht, ich hab das mal falsch rumgehalten. Das ist nicht die Bubblegum. Und wir haben unten eine stehen, die ist erstens doppelt und dreifach so groß. Und die war bei Eva in der Küche in irgendeiner Tasche, ja? Die wurde mal gekauft im Action bei deren Video DIY. Die wurde niemals ausgepackt. Das heißt, ihr könnt die nicht gesehen haben. Aber ganz ehrlich, da will ich auch so ein Insider wissen, so unnütze Fakten hier über die Räume hier. Die will ich gar nicht haben. Aber C3PO ist kein unnütze. Tatsächlich, die nehme ich mit. Die ist cool. Naja, die nehme ich mit, weil das ist ja mein Gegenstand. Also ich kann es nicht glauben, dass du das. Da fehlen mir wirklich die Worte. Die heißt ja wirklich Bubblegum, lol. Ja. Ich gebe euch einen leichten Gegenstand. Ich gebe es als erstes Ellie. Ellie hier. Ich glaube, Ellie müsste es doch direkt erkennen können. Ja, sofort. Ja, oder? Ja, Ellie erkennt es direkt. Ja, und warum erkenne ich das direkt? René, jetzt du? Das ist billig, René. Billiger. Lass uns auf drei einfach sagen, ja? Ja, okay. Warte, wir sagen erst was. Achso, ja, ich dachte. Was ist aber nicht gut. Ich habe nicht geguckt, ja. Ich habe es weggenommen, komm. Ihr könnt gucken. Ja, okay. Komm, wir sagen einfach. 3, 2, 1, Pfeife aus Plus, Claudio Studio. Schwarzes Ass. Aber wem gehört es? Claudio. Also theoretisch mir, weil ich es bestellt habe. Aber das wurde geschenkt. Das war eine Schenkung. Also genau, die im Rahmen des Videodrehs von der Serie Ed und L stattgefunden wurde. Ich frage mich eigentlich, wer hat es denn jetzt benutzt in der Serie? Du! Ich. Aber es ist das war in deinem Studio, deswegen du hast es mir entwendet. Alles gut, ich krieg einen Punkt. Wir kriegen beide einen Punkt, das passt offiziell, schon. Das ist zwar nicht dein Eigentum, aber dein Besitz. Ja. Und deswegen gehört das offiziell Claudio. Deswegen Paragraph. Deswegen sollte eigentlich nur ich den Punkt spielen. Da kommt mal eben der Justus hier aus René raus. Natürlich. Okay. Wir haben beide den Punkt, das war sehr einfach. Du bist dran. Hier kommt der Gegenstand. Als erstes kriegt Ellie den Gegenstand. Ein sehr schöner Gegenstand. Aber bitte, lass mich mit dem Gegenstand machen. Bitte mit dem Gegenstand vorsichtig. Ich frage mich jetzt, warum die Kamerafrau gedacht hat, ist das wegen dem hier? Okay, also ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, was hier drauf ist. Ich weiß, was es ist. Und ich weiß, dass es in meinem Studio auch so etwas gibt. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Also, es gibt diesen Gegenstand, es ist schon schwierig, es gibt diesen Gegenstand wirklich in vielen Studios. Obwohl, ich habe den so auch, aber bei mir ist, glaube ich, das sind jetzt Details, wirklich dieser Holzrahmen, du wirst es eh gleich auch merken, ist bei mir, glaube ich, ein bisschen dünner. Es klingt, ist voll, ich weiß, es ist voll Detail gerade, aber ich muss ja. Man kann auch nicht erfüllen, was vielleicht drauf ist, ne? Junge, was ist das denn, Mann? Ist nicht bei dir auch? Nee. Und? Also hast du eine Ahnung? Ja, es ist ein Gemälde, aber von wem? Genau, weil ich habe bei mir im Studio, aber das wird's nicht sein. Okay, pack's weg, komm gerade einfach. Ja. Unten ist auch so eins und bei René auch und unten aber auch und bei dir. Ich gebe zu, es ist ein bisschen random. So, was, ist weg? Bisschen Pech und Glück, ja. Warte, nee, bei dir ist auch ein Bild, aber nicht so eine Leinwand. Ist der Gegenstand weg, René? Ja. Macht Augen auf, schreibt es gerne auf eure Box. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es ist das Gemälde. Was glaube ich. Aber hast du auch bei dir? Ich habe auch eins, ja. Also ich sag mal so von drei, vier Leuten, also von sieben Leuten, die hier potenziell das besitzen könnten, könnten drei, vier in Frage kommen. Das Problem ist halt, er hat eins, du hast eins, ich habe eins, Donny hat eins. Ja, genau, das meine ich halt. Das gibt wenig ohne so ein Gemälde. Ich hätte auch eins. Ich hätte jeden so eins, ne? Aber du hast auch bei dir so eine Leinwand, ne? Ja, hab ich auch so genau auch selbe Größe, genau. Also ich sag mal so, aber und Gemälde reicht nicht, ne? Man muss einen Gegenstand nennen, der da drauf ist, sonst gibt es keine Punkte. Okay. Also das ist ein Gemälde, das ist klar. Kann ich schreiben, von wem das Gemälde ist? Ja, also Motiv und Besitzer will ich wissen. Ist bei dir nicht das mit Renés Kopf oder so? Oder? Nee, bei mir ist mit Aladdin.
Also mit dem Gemälde. Das, gar nicht das mehr ist aber so ein Glasgemälde, das hätte man gefühlt. Das hier ist ja so ein Leinwandgemälde. Stimmt, das heißt, das kann sie sein. Wie das Aladdin ist, das weiß ich nicht von, ob das auch so ist. Das habe ich noch nicht. Doch, das ist auch genau selbe Größe, alles gleich. Aber ich schließe das aus, ich weiß nicht. Ja, ich schließe es auch. Das kann ich auch sagen, warum. Weil ich glaube, mein Studio stand jetzt gerade noch da. Das ist ja schon mal ein guter Hinweis bei mir. Ich glaube nicht, dass es meins ist. Weil ich glaube, dass du gerade nicht weißt, dass es überhaupt existiert bei mir. Er hat gerade gesagt, du musst sagen, welches Motiv. Ja, ja, ich muss ja gerade... Und da kommt wieder der Claudio und spielt, der sich alles hier merkt. Und ich habe mir dein Motiv gemerkt, mein Freund. Ah, okay, ich glaube, das ist auch... Ja, richtig, Aline. Es ist aber eigentlich geerbt, weil das ist nicht... Egal, wie ich sage. Doch, das gehört ihm. Geschenk ist bei ihm. Okay. Ja, ich habe auch das Katzengemälde von René. Dieses komische Blaue, das ist so richtig random. Ja. Das ja. ist ja. Da. Voll schön. Ja, ich glaube, das hing da, aber das ist eigentlich noch von Danja, ne? Oder nicht? Nee, also es wäre also nicht von Danja, wenn es das Gemälde wäre. Genau. Also es ist deins. Wir packen mal was aus. Hä? Also komische mal sagen, Blaue ihr werdet, da. Ihr werdet beide nicht die volle Punktzahl kriegen, das können wir schon mal ich sagen. Ich weiß nicht, ob das da steht oder da so angelegt, keine Ahnung. Ja, du kannst das Bild da umgedreht herholen. Ja, es ist das Katzengemälde, aber warum gehört es ja nicht dir? Das ist Danjas. Nein, das ist meins und das ist ein Hund. Oh, Junge. Das musst du deinen Bruder erkennen. Hä? Hast du auch immer gedacht, das ist eine Katze? Das ist ein weißer. Ja, okay. Sieht ähnlich aus, aber es ist ein weißer Husky. Aber Moment, jetzt seid ihr mal gefragt. Sieht das eher aus wie eine Katze oder wie ein Hund? Schreibt das gerne in die Kommentare. Macht da gerne so, dann gucken wir mal, wie so eine kleine Abstimmung. Kann beides sein, es ist aber ein Hund. Weil das weiß ich, das, das hat eine Zuschauerin gemalt. Vielen Dank, also falls du das gerade siehst, vielen Dank nochmal an dich. Ich liebe dieses Gemälde wirklich über alles. Es ist wirklich mega schön geworden. Ja. Und die hat sogar gefragt, was es sein sollte. Und da habe ich gesagt, ein weißer Husky. Das heißt, ich weiß, dass das ein weißer Husky ist. Ist aber fake. Vor allem auch René muss ja wissen, wie sein Bruder ist. Sehr süßer Husky, ja. Du bist, hat man gerade irgendwie schon gehört, ne? Das sind immer diese Leute, die so Witze einem so nachplappern. Also das ist sehr, sehr süß. Wenn eine Katze. Ich finde auch, dass es eine Katze ist. Aber ja, es ist sehr süß. Ja, schön. Ja. Okay, und ich würde sagen, dann sind wir auch durch damit, oder? Ja. Wie viele Punkte habt ihr? Keine ich muss gar nicht sagen, ich bin eh letzter. Also, war es das jetzt schon? Ich habe den schwierigsten Gegenstand, den habe ich gar nicht auf den Tisch gepackt. Ich auch nicht, aber... Dann nehmen wir die beim nächsten Mal. Genau. Der Kat macht jetzt hier den Punktestand, wenn die einen... Ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Nein. Ich schau mal nicht, wir haben einfach alle sagen. Gewonnen. Ja, das ist eine gute Lösung. Da, einfach drauf einigen ja, wir uns. Doch, ja. Doch. Beim nächsten Mal müssen wir es wie gesagt ein bisschen schwieriger gestalten. Ich hatte da noch was im Petto. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann. Ciao. Tschüss. Mit Renés Bruder.